Ich glaube, er würde auch unbezahlt für mich arbeiten. Es ist ein echter Daedalic-Lichtschalter. Ich habe Geld. Viel Geld. Ich bin nicht interessiert an weltlichen Besitz. Ich will nur Fortschritt und Anerkennung. Ach ja, und etwas Dino-DNS, damit ich die Weltherrschaft erlangen kann. Verstehe. Du willst keinen weltlichen Besitz, aber die Welt zu besitzen, das wäre okay. Ich bin nicht gierig. Du kannst es zahlend haben, wenn du willst. Du mich auch. Es könnte auch eine Sparbüchse sein. Es wurde auf jeden Fall schon mal am Design gespart. Ich würde gerne auf ihr reiten, aber ich finde den Münzschlitz nicht. Ich kaufe ein E. Bing, 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 bing. Ich möchte lösen. Becherknappheit in der Kantine. Nein, es heißt Meckerkrankheit an der Latrine. Ach, Harvey, du schummelst. Und ich glaube, du hast dich an der Latrine mit Meckerkrankheit angesteckt. Ah! Was soll das werden? Ein Bestechungsversuch? Betrachten wir es als kleine Anzahlung für das Ticket. Ich muss das Ticket nur kurz noch aus den unteren Stockwerken holen. Am besten, ich benutze gerade das Wäscheliftsystem und... Nicht ohne Ticket. Verdammt. Ich gebe dir Geld, wenn du die Klappe hältst, okay? Nicht nötig. Wenn man sie ganz hochklappt, hält sie von alleine. Aber ich kann gerne rausgehen, bis du fertig bist. Ich bin fertig. Danke. Ob ich für diesen Anblick Schmerzensgeld verlangen kann? Hier, kauf dir mal anständige Klamotten. Was genau meinst du mit anständig? Ein nach hinten offenes Nachthemd und dazu eine fliederfarbene Unterhose? Das trägt man jetzt so. Ist der neueste Schrei. Nicht nötig. Es ist Happy Hour. Für alle außer für Peter. Ich hab's. Hast du etwas Kleingeld? Nur ein wenig. Dann könnten wir nämlich... Gib's auf, Kumpel. Das ist nicht der Münzschlitz. Oder es gab in den letzten Jahren eine wirklich schlimme Inflation. Hab ich dir erzählt, dass ich aus Kaffeesätzen lesen kann? Steht da auch was über mich? Mal gucken. Und was siehst du? Schwarz, alles zappenduster. Nicht mal die Spur von einem Licht am Tunnelende. Alles hoffnungslos schwarz. Wir haben einen Becher Kaffee und wir haben ein Telefon. Yippie! Lass uns einen Computerspiele-Publisher gründen. Warum gibt es eigentlich keine Chips mit Kaffeegeschmack? Oh, Kaffeechips. Senf kann man zu allem essen. Kaffee mit Senf. Niam. Lecker. Cornflakes mit Kaffeedip. Nein, danke. Ich trinke keinen Kaffee. Gebe meinen immer an den Zappelphilipp da hinten in der Ecke. Dachte, dass er davon vielleicht mal ein wenig ruhiger wird. Aber er wehrt sich und windet sich. Und schließlich muss ich ihm den ganzen Dreck mit Gewalt einflößen. Stimmt das nicht? Mach das Maul auf, du dreckiger süßer Plattfisch! Petra bekommt von mir bestimmt keinen Kaffee. Meine Nerven begehen Harakiri, wenn sie noch mehr aufdreht. Chips isst man nur dort, wo es dunkel ist. Auf Partys, beim Fernsehen, im Kino und im Bett. Möchtest du ein paar Chips? No thanks. Ich will nicht, dass meine Experimente vollkrümeln. Es könnte auch eine Art Schale sein. Ja, die Schale von einer Frucht, die man ohne Schale isst. Nein, Pflanzen bekommen ihre Mineralien aus dem Boden. Aber Chips sind aus Kartoffeln. Die kommen auch aus dem Boden. Träum weiter, kleiner Kumpel. Die Chips schauen am liebsten Hollywood-Blockbuster. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist eine Tüte Kartoffelchips. Probelbecher? Nein, Cheese and Onion. Probelbecher? Dann nicht. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist eine Schüssel mit Bohnendip. Probelbecher? Ja, das geht mir genauso mit Bohnen. Probelbecher? Verstehe. Aber ich könnte ja so lange aufpassen. Probelbecher? Dann nicht. Wow, er lässt sich einfach nicht überlisten. Im Wäscheliftbereich darf weder gegessen noch getrunken werden. Auf dem Bahnsteig darf nicht gegessen werden. Au, 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 au. Möchtest du Bohnendip? Lieber nicht.
Dafür genieße ich die absolute Kontrolle über mein Verdauungssystem zu sehr. Willst du was zu knabbern? Ich habe schon genug an meinem Leben zu knabbern. Ich wette, es schmeckt ziemlich fad. Wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Und dann nur noch ranzige Leberwurst im Haus. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Weißt du, was in deiner Bar fehlt? Knabberkram. Irrtum. Ich hab alles da. Hier sind Kellerasseln, dann habe ich Schweinefüße und... Oh, hier, besonders lecker. Ausgefallene Milchzähne. Willst du was? Ich hab's! Chips, 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 Chips! Chips, Chips! Gib's auf, Kumpel. Ich hab's! Bohnendip! Da staunst du, was? Gib's auf, Kumpel. Hier, ich hab dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Ohrenschmalz. Wachsig und bernsteinfarben. Was macht nur deine Faszination aus? Ich funke wie Bernstein. Hui! Ach, Harvey, Bernstein macht doch nicht hui. Ach ja? Wie macht Bernstein dann? Bernstein macht nichts. Es liegt nur jahrzehntelang am Strand rum. Verstehe. Wie Peter Schilling. Ich glaube, das gehört dir. Du kannst es gern behalten. Sieh es als kleine Gegenleistung für den Kaffee. Der Kaffee war wohl nicht so gut, was? Er war ein Tritt gegen Schienbein. Ich bevorzuge Salsa. Ich mag Rumba. Harvey, das wusste ich ja gar nicht. Weil du mich nie führen lässt. Damit wäre niemandem geholfen. Außer vielleicht dem Sanitärfachhandel. Man müsste ganz neue Toilettenkonzepte entwickeln. Die Konsistenz ist wie Joghurt, die Farbe wie Honig. Und doch warnt mich mein Gefahrensinn davor, es zu probieren. Feige! Ich habe keine Topflappen gebraucht, um den Ohrenschmalz in meine Tasche hineinzubekommen. Warum sollte ich sie brauchen, um ihn wieder herauszuholen? In den falschen Händen kann Logik zu einer gefährlichen Waffe werden. Auf diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar seine Wattestäbchen. Ich würde das nicht tun. Niemand würde so etwas tun. In dem Fall müssen wir es sogar tun. Es hatte keinen Effekt, aber ich fühle mich jetzt besser. Diese ganze Ohrenschmalz-Geschichte schlägt mir doch langsam auf den Magen. Mir vergeht sogar schon der Appetit auf meine Fußnägel. Ich hab's! Das Zauberwort heißt Ohrenschmalz. Hör mir zu, es ist ganz simpel. Gib's auf, Kumpel. Du solltest dich Folgendes fragen. Warum gibt Edna sich lieber mit einem Becher Ohrenschmalz ab, als mit mir? Die Antwort? In der Gegenwart des Ohrenschmalzes fühle ich mich deutlich wohler. So, jetzt gleitet es besser. Wachslachs, Wachslachs an der Wand. Wer ist die wachsigste im ganzen Land? Die Wachsstifte kommen recht wachsig mir vor. Doch wachsiger noch ist das Wachs aus dem Ohr. Ah! Über Ohrenschmalz im Wäscheliftbereich steht hier nichts. Nehmen wir einfach an, es sei verboten. Ich habe hier noch was für dein Buffet. Tierische Eiweiße. Wir haben hier nur veganes Essen auf unserer Party. Keinem Tier soll je ein Leid geschehen. Auch keiner dummen Gans? Gänse sind nicht dumm. Sie sind hochintelligent. Eine hat sogar mal gegen mich im Schach gewonnen. Etwas Ohrenschmalz gefällig? Fantastisch. Der Becher ist randvoll. Und es ist sagenhaft bernsteinfarben. Trotzdem muss ich passen. Ich ernähre mich nicht mehr von fester Nahrung, spätestens seit eben gerade. Ohrenschmalz ist hier weder Teil des Problems noch Teil der Lösung. Es könnte auch ein Behälter für Wattestäbchen sein. Für Benutzte, ja. Der Ohrenschmalz mag Tim Melzer. Wir haben dieselben kulinarischen Vorlieben.
Eine Sammelbeleidigung für alle Sinne zugleich. Schäm dich. Wieso? Was hab ich getan? Angefangen zu existieren. Pfui. Ich ferkel. Strohfried Strohhalm sieht aus wie eine rot geringelte Savannengazelle. Findet ihr nicht auch, Kinder? Hurra! Strohfried Strohhalm, was hast du mit deinem Hals gemacht? Ach Gott, das ganze Akkordeon? Einen Grog bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl, eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er ihn in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne haben. Steht aber nicht auf der Karte. Um Gottes Willen, das wäre die unheiligste aller Allianzen. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Das durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Hallo, ist da die Seuchenschutzbehörde? Nein, hier ist das Statistische Kontrollamt, Büro für Telefonempirik. Oh, dann habe ich mich verwählt. Ja, das passiert hier bei jedem 13,7145. Anruf. Ich werde mich beschweren. Auf der Karte stand, aus frischen Äpfeln. Und ich sehe keine Äpfel. Du musst genauer lesen. Da steht, aus frischen Abfällen. Ui, stimmt. Lieber nicht. Ich will nicht, dass die Zickzackschere Karies bekommt. Oder Skorbut. Ich werde jetzt sicher nicht darin herumstochern. Es gibt Klumpen in diesem Drink, vor denen sich selbst Egel ekeln würden. Jedes Klärwerk wäre mit ihnen über Monate hinweg ausgelastet. Wenn Captain Unbrauchbar Alkohol trinkt, kann er Wattekugeln aus den Pupillen abfeuern. Der Poloschläger will das nicht trinken. Weil er keinen Mund hat? Weil es stinkt. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Da hilft kein Umrühren. Die Fettaugen verfolgen einen von jeder Position aus. Willst du einen Schluck? Frauen und Kinder zuerst. Warum gibt es eigentlich noch keine Telefonhörer mit Getränkehalter? Niemand isst Strohhalme mit Messer und Gabel. Jet-Set-Kühe? Ich säge den Lauf des Strohhalms etwas an. Dann kommen die Spuckekugeln nochmal so heftig. Vorsicht! Denk an die Killerspieldebatte. Wenn du eine Antwort auf die Frage hast, warum ich das hier tue, dann hast du Glück. Denn du hast etwas, das ich niemals haben werde. Das und den ersten Strohhalmtopflappen der Welt. Das Gesetz ist wie ein Strohhalm. Biegsam, hohl und mit Streifen. Wo Captain Unbrauchbar hinschlägt, da passt kein Strohhalm mehr dazwischen. Ich habe einen weiteren Streifen gemalt. Hoffentlich merkt es niemand. Du bist die Königin der Unterwelt, Edna. Nein, tu das nicht. Ich brauche ihn noch, um Reste aus den Zahnzwischenräumen zu polen. Igitt, Harvey. Das ist doch eklig, den Strohhalm dafür zu benutzen. Ich meine doch nicht den Strohhalm. Ich meine den Poloschläger.
Ich habe die Waffe und ich habe die Munition. Das Fußnagelweitspucken kann beginnen. Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Schau dich an, kleiner Halm. Du musst dich immer weigern, brav deinen Stinkdrink zu schlürfen. Sonst wirst du irgendwann so krank und kaputt wie dein großer Bruder Stuhlbein. Fußnagelweitspucken! Ich hab's! Die Antwort war die ganze Zeit vor unserer Nase. Der Strohhalm, Edna. Gib's auf, Kumpel. Ich hab's. Halt dir die Nase zu, Edna. Es könnte nämlich etwas... Gib's auf, Kumpel. Ich hab's. Hol den Fußnagel raus, Edna. Wir machen Folgendes. Gib's auf, Kumpel. Brauchst du einen Fußnagel? Davon habe ich reichlich. Sie sind eine Grundzutat für meinen berühmten Stinktrink, weißt du? Was soll das? Siehst du nicht, dass er Angst vor Licht hat? Das Licht fängt sich in den Bröckchen und kommt speigrün zurückgetaumelt. Ich habe meine Meinung geändert. Ich will diesen Stinktrink nicht. Den Treibhauseffekt wollte auch niemand. Aber jetzt ist er nun mal da. Lieber nicht. Das könnte zu einer Explosion führen. Cola Light. Jetzt auch ohne Cola. Brauchst du einen Strohhalm? Nein, danke. Ich trinke keinen Nektar mehr. Don't drink and fly. Das ist mein Motto. Hui! Ein Munitionslager für Spuckekugeln. Ach, Edna, als Profi kannst du doch auch ohne Papier spucken. Auch wieder wahr. Ihr Gemüt war wie Fußnägel auf Papier. Eine dunkle, schwarze Sichel des Zorns. Meine Fußnägel sind bereits Kunst. Performance-Kunst. Stopp, Edna. Das können wir ihr nicht antun. Ich wusste es. Irgendwo unter dem ganzen Frottee ist doch ein weicher Kern. Uff! Im Wäscheliftbereich darf weder gegessen noch getrunken werden. Da stellt sich doch die Frage, was ist stärker? Mein Freiheitsbedürfnis oder mein Überlebenswille? Ah! Es ist nicht festgeschraubt. Es hält einzig durch das Wunder subatomarer Anziehungskräfte. Ich fürchte, ich kann es nicht reparieren. Du vielleicht, Harvey? Ich fürchte, ich habe nur destruktive Eigenschaften. Was ist mit deinem schmuseweichen Fell? Ich schmiege jeden zu Tode, der mir begegnet. Ich habe eine Idee. Wir sollten mit dem Strohhalm die Ritzen nach nützlichen Gegenständen durchsuchen. Meinst du? Na gut. Wie nützlich sind Fussel, Staub und Kellerasseln? Psst, Edna, in mir formt sich gerade eine Idee. Ja, wir sollten Mond, Erde... Verflucht, in Monkey Island hat das doch geklappt. Na toll, dafür stinkt es hier jetzt bestialisch. Möchtest du diesen Strohhalm haben? No thanks, ich trinke nicht. Du kannst damit meinetwegen ja auch Leitungswasser trinken. Hörst du nicht zu? Ich sagte, ich trinke nicht. Auch kein Leitungswasser. Denkst du etwa, diese schrumpelige Professorin kommt von alleine? Es könnte auch eine Schüssel für Bowle sein. Höchstens für Schlammbowle. Der Strohhalm sieht gerne Telenovelas. Die sind vielleicht hohl. Aber ich mag sie. Der Stinkdrink mag Bon Jovi-Konzerte. Was soll ich sagen? Ich habe halt Geschmack. Gerade noch Getränk trifft gerade noch Gefäß. Möchtest du von meinem Stinkdrink probieren? Ich get no. Das letzte Mal, als ich so einen Drink hatte, fand ich einen Klostein auf die Grund des Glases. Meine Mundflora hat sich bis heute nicht erholt. Dafür habe ich seitdem eine aktive Mondfauna. Na, so schlimm wird es schon nicht sein. Sie heult nachts die Mond an. Ich komme kaum zum Schlafen. Hast du Verwendung für einen abgekauten Fußnagel? Ist es eine fossile Dino-Fußnagel? Ja, er gehörte einem feuerspeienden Ethnosaurus. Holy Triceratoli, die Spezies ist mir nicht bekannt.
Vielleicht ein geheimes Brutprojekt der Konkurrenz? Ich muss sofort ins Internet, um meine Dino-Sammelkarten versteigern. Es könnte auch eine Hornhautraspel zur Pediküre sein. Wenn mal über Nacht der ganze Unterschenkel verhornt. Das Cocktailglas mag James-Bond-Filme. Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Es könnte auch eine neumodische Fliegenfalle sein. Allein der Anblick wird jede Fliege mit Geschmack auf Anhieb in Winterstarre versetzen. Sie umkreist nicht das Licht. Du bedienst sie ja auch nicht richtig. Lass mich mal. Oh, naja, sie hat ja noch 5 Beine. Seltsam, sie stand nicht mit auf der Karte. Das heißt, warte, da steht es ja doch. Ich sollte mir angewöhnen, das Kleingedruckte zu lesen. Sie sind sonst ja echt pflegeleicht. Nur die Flügel muss man ihnen regelmäßig stutzen. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Freiheit. Ich muss jetzt keine Insekten mehr essen. Ich seziere keine Insekten ohne Assistenzarzt. Darf ich der Assistenzarzt sein? Oh, bitte, 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 bitte! Nein, Harvey, das geht nicht. Aber du darfst das Geräusch vom EKG machen. Yippie! So sähe wohl die Geburtsstunde eines Herr Oberwitzes aus. Wehret den Anfängen. Was genau tust du da, Harvey? Ich montiere größere Flügel an unseren insektoiden Weggefährten. Wenn es klappt, dann fliegt er so schnell wie ein Düsenjet. Wenn es klappt, Harvey, wenn es klappt. Senf kann man zu allem essen. Fliege mit Senf. Niam. Hier wurde offensichtlich ein Verbrechen begangen. Sehr richtig. Sperren Sie sofort den gesamten Mikrokosmos für die Spurensicherung ab. Nein, da sind schon genug drin. Das kommt davon, wenn man die Packung offen im Regal stehen lässt. Captain Unbrauchbar hat immer eine Fliegenklatsche im Handschuhfach des Honkmobils. Es gibt Leute, die können ihren Namen auf ein Reiskorn schreiben. Das Reiskorn fliegt aber auch nicht weg. Die Fliege mit dem Poloschläger zerquetschen? Vielleicht sollten wir lieber die Plätze tauschen. Was geht nur in deinem Kopf vor? Tote Fliegen und Fußnägel. Man muss auch einen Sinn für die kleinen Freuden im Leben haben. Erinnere mich bloß nicht an den Stinktrink. Ich dachte, du willst dich an alles erinnern. An alles Gute, ja. Ich fürchte, gut und schlecht sind schwer voneinander zu trennen. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben heute Abend ein Genie unter uns. Einen tosenden Applaus für Harvey! Danke, Fräulein Edna. Are you ready? Yeah! I said, are you ready? Woohoo, yeah! Dann holt uns hier verdammt nochmal raus! Eine Rede! Eine Rede! Liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie sich so zahlreich versammelt haben, um mit mir zusammen das Ableben von Dr. Horatio Marcel zu zelebrieren. Wir beginnen die Festivitäten mit einer Kongaschlange. Später am Abend folgt dann das Sackhüpfen und die Versteigerung der Leichenteile. Eine gute Rede. Danke, ich habe sie lange geübt. Der Stinktrink hat dieses Glas für alle Zeiten ruiniert. Es wird nie mehr sauber werden. Captain Unbrauchbar kann im Ultraschallbereich schreien, ohne dass Glas dabei zerbricht. Eine Rede, eine Rede. Lauft so schnell ihr könnt. Ich will es nicht kaputt machen. Warum nicht? Es ist vollkommen nutzlos. Du hast recht. Lass uns auf die Freiheit anstoßen, Harvey. Yippie! Anstoßen gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Gleich nach Anecken und Aufstoßen. Echo! Techo! Wiesecho! Montagruhe, Techo! Ich könnte sie als Scout-Trupp in das Schloss vorschicken, aber ich muss wohl warten, bis sie wieder aufwacht. Vielleicht finde ich noch mehr Fliegen in den Ritzen. Mist! Asseln, Käfer, Wolfsspinnen, aber keine Fliegen.
Sie sind beide flügellahm. Und wenn sie sich zusammentäten? Dann sind sie nur noch lahm. Zum Telefon nach rechts fliegen. Ah! Hui! Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Jetzt bist du am Zug, kleiner Sumsemann. Flieg da hoch und unternimm etwas gegen diesen Angriff auf die Geschmacksnerven. Sumsemann? Herr Hauptmann, wir haben Sumsemann verloren. Er starb in Ausübung seiner Pflicht. Sieh nur, Harvey. Ja, toll, süß. Können wir dann wieder... Kann ich dir auch ein Glas anbieten? Ein Glas wovon? Na, von mir. Das heißt meinetwegen. Seltsamer Name. Nicht für ein Glas. Für zwei? Abgemacht. Ich habe aber nur das eine. Dann eben nicht. Da ist Lippenstift auf dem Cocktailglas. Moment, nein, doch nicht. Es sind nur Reste von dem Wachsstift, den der Barmann da reingebröselt hat. Sieh mal, ein Kollege von dir. Das ist doch wieder typisch. Fliegen und Bienen sind in etwa so verwandt wie Menschen und Opossi. Opossa. Opossum. Opossi. Opposso. Opossum. Opposso. Opossa. Opossorum. Opossi. Opossorum. Opossi. Opossa. Obladi. Oblada. Oh, Mission Impossible. Ich kann die Spinnen auch später noch füttern. Tada! Tada! Was ist das? Was hast du da? Na, eine Origami-Fliege. Hättest du dafür nicht lieber das Papier benutzen sollen? Oh, meinst du? Da war eine Fliege in meinem Drink. Unmöglich. Wie viele Spinnen soll ich denn da noch reintun? Nein, da sind bereits genug tote Insekten drin. Hier, es war schrecklich. Was hast du mit dem Inhalt gemacht? Hast du ihn etwa getrunken? Natürlich. Ui, kein Problem, nur nicht in Panik geraten. Weißt du, wie man die Seuchenschutzeinheit der Feuerwehr erreicht? Nein, keine Ahnung. Ja, sagen wir, den ersten Schritt hast du bereits getan. Ich hab's! Heureka! Die Cocktailkarte! Cocktailkarte und Aschenbecher führt zu... Gib's auf, Kumpel. Wir haben doch noch diese Fliege aus dem Stinkdrink. Gib's auf, Kumpel. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Herr Ober, da ist eine Fliege im Ohrenschmalz. Das tut mir leid. Aber die Haare sind mir leider ausgegangen. Guck mal, ich bin auch ein begabter Cocktailmixer. Ah, ein Waxy McFly. Der Klassiker. No way. Auch ich habe meine Grenzen. Komm schon, Edna. Ekliger als der Stinktrink kann das auch nicht sein. Hm. Na gut. Ich nippe mal ein wenig. Schmeckt irgendwie malzig. Ja, super. Nein, warte mal. Was genau mache ich da eigentlich? Die Fliege im Ohrenschmalz steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem eine bekommen. Die Welt ist eine Online-Tauschbörse und du hast eine Flatrate. Ich sollte die Fliege mit der Gabel retten. Warum? Sie hat ihren eigenen Fluchtplan. Wie die Dinosaurier. Die Dinos hatten keinen Fluchtplan. Und ob? Sie haben ein Raumschiff gebaut und den Planeten verlassen. Ist damals etwa jemand gekommen und hat gesagt, greif die Gabel, Rex, greif sie, bevor der Meteor einschlägt. Nö. Siehst du? Selbst wenn ich das umfüllen wollte, ich wette, es würde sich wehren. Vielleicht sollte ich die Fliege mit dem Topflappen aus dem Ohrenschmalz retten. Ich glaube lieber nicht. Weil das selbst dir zu widerlich wäre? Nein, weil ich glaube, dass sie sich dort wohlfühlt. In Folge 212 kämpft Captain Unbrauchbar gegen fossile Bernsteineinschlüsse. Fossile Bernsteineinschlüsse klingen aber nicht gerade nach würdigen Gegnern. Sie haben zwar einen schwachen Angriff, aber sie überleben fast alles. Was denkst du, Harvey? Fliege, Poloschläger und Ohrenschmalz? Das habe ich schon mal ausprobiert. Glaub mir, es lohnt sich nicht. Hygiene wird bei mir groß geschrieben. So groß, dass es nicht mehr durch die Tür passt und draußen warten muss. Fliege in Ohrenschmalz serviert man geschüttelt, nicht gerührt.
Monsieur, einen Drink? Mit Fleischeinlage. Dieses Objekt übersteigt mein Fassungsvermögen. Was sagst du? Drabbelbecher. Die Fliege guckt gerne diese Talkshow auf dem Ersten. Ich finde den Moderator sympathisch. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich brüte jetzt schon die ganze Zeit auf diese Bernsteinklumpen. Meine Popo ist schon ganz wund, aber der Dino ist immer noch nicht geschlüpft. Ich glaube, man dekoriert Cocktails eher mit Schirmchen und Obst. Wozu eigentlich die Schirmchen? Damit man nicht in den Drink niest? Ich habe ein Bahnticket und einen Schraubenzieher. Und eine gehörige Portion Fantasie. Bevor ich zu Bett gehe, muss ich meinen Strohhalm in den Kleiderschrank hängen. Erinnere mich bitte daran, Harvey. Okidoki. Vielleicht kann ich den Kleiderbügel als Antenne benutzen. Tut. 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 Tut, tut, tut. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Tut, tut, tut. Schade. Die kriege ich auch mit bloßer Hand auf. Aber ich warte noch, bis ich was zum Vollkrümeln finde. Der Kleiderbügel steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem einen bekommen. Die Welt ist eine Radioshow und du wünschst dir Bob Dylan. Ich warte, bis sich ein Kleid in diesem Bügel verheddert. Dann kann ich es hinterrücks zerschnipseln. Clark Kleiderbügli, willst du die hier anwesende Gabi Gable zur Frau nehmen? Und ab sofort Frau Gabi Kleiderbügli heißen? Vergiss es. Was soll ich machen? Mir aus dem Kleiderbügel ein Fluchtauto schnitzen? Oh ja, ein rotes! Man kann Kleiderbügel zwar kochen, aber nicht essen. Ein weiteres Beispiel für eine Situation, in der der Effekt die Kausalität im Stich lässt. Wenn ich hier raus bin, dann ist das sicher das Erste, was ich tue. Meine Topflappen schön sorgfältig in den Garderobenschrank hängen. Du solltest Comedy-Star werden. Wenigstens mein imaginärer Freund hat das erkannt. Heute Nacht ist Inspektor K. Leiderbügel wieder auf Streife, um dem organisierten Verbrechen die Hosen runterzuziehen. Die mottenbefallene Kordjacke des Gesetzes schläft nie. Vor langer Zeit lebte ein hübscher Cornflake und ein Kleiderbügel. Der Kleiderbügel war arm, der Cornflake eine reiche Prinzessin. Obwohl der König es dem Cornflake verboten hatte, fanden die beiden zueinander. Ihre Liebe dauerte wundervolle 12 Stunden. Schließlich fragte der Kleiderbügel, was gibt es zum Frühstück? In diesem Bild sagt Captain Unbrauchbar, wo wir hingehen, brauchen wir keine Kleiderbügel. Manchmal muss man sich die Frage stellen, was ist wichtiger? Etwas auszuprobieren oder etwas zu schaffen? Um etwas zu schaffen, muss man es natürlich erst einmal ausprobiert haben. Aber in diesem Fall lass es. Ein waschechter Holzbeinhalter. Und das Holzbein. Passt, nehmen wir mit. Was zum... Das ist doch... Ich verstehe das nicht. Ich hänge das Licht über den Bügel, aber kurze Zeit später ist es zurück an seinem Platz. Das muss ein Grafikfehler sein. Wozu Kleiderbügel, wenn man genügend Sessel im Haus hat? Es könnte auch ein unvollendeter Garderobenständer sein. Oder vollendeter Unsinn. Moment mal, die ist ja nackt. Pfui! Du bist auch nackt, Kumpel. Der Kleiderbügel mag Styling-Shows. Ich weiß nie, was ich ansehen soll. Damit komme ich zwar tiefer in die Ritzen, die Frage ist aber doch, will ich tiefer in die Ritzen? Ich bin akkreditiert. Ich habe ein Ticket. Hagelbecher. Nur für den Wäschelift? Drabbelbecher. Ach, Menno. Ich kann nicht rumlaufen und Plakatekleider bügeln. Dazu fehlt mir, das Equipment, die Zeit, das Geld, die nötige Ausbildung, die Lust. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3, dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Das System irrt niemals. Jemand hat vergessen, das Papier in den Kleiderschrank zu hängen. Das war bestimmt dieser unordentliche Van Gogh.
Ich habe es ihm 1000 Mal gesagt, aber er ist einfach immer mit den Ohren woanders. Willst du mein Ticket für den Wäschelift? Ich kann hier nicht weg. Ich habe eine Bar zu führen. Außerdem sind meine Füße am Boden festgeklebt. Verfluchte Klettverschlüsse! Ich hab's. Wie konnten wir nur so kurzsichtig sein? Der Kleiderbügel! Gib's auf, Kumpel. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du, nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Bist du durstig? Nein, danke. Für das genügsame Kleidungsstück bietet der Aufzug viele Ressourcen. Was für Ressourcen sollen das denn bitte sein? Mikrobenmilch. Man kann Mikroben nicht melken. Man kann. Man muss nur mit dem Melkschemel aufpassen. Er ist weder al dente noch Al Capone. Man erkennt es am Al dente-Test und an der weißen Weste. Sprich zu mir, Herold des Wäschelifts. Es dürfen nur vorschriftsmäßig gefertigte Kleidungsstücke transportiert werden. Ich höre immer nur bla bla bla. 21.913 Kilowattstunden, 21.914 Kilowattstunden, 21.915 Kilowattstunden, 21.855, 21.916 Kilowattstunden, 12, 1.000.000, 335, 12, 21.300, verflixt, verzählt. Harvey verbraucht keinen Strom. Und trotzdem läuft und läuft und läuft er. Ich bin wie dieser Hase aus der Batteriewerbung. Nur eben mit Gehirn. Was? Das gibt's doch nicht. Das verlässt nicht mal einen Kratzer, wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Warte, ich notiere mir kurz den Zählerstand. Was ist jetzt? Oh, sagte ich, ich notiere mir den Zählerstand? Ich meinte natürlich, mach doch selbst. Das ist eine Cocktailkarte, nicht der neue Quellekatalog. Hallo, ist da die Wäscherei? Ronnys Waschsalon hier. Was willst du, Puppe? Ich hatte meinen goldenen Frack mit den Diamanteinschlüssen bei Ihnen abgegeben. Das wüsste Gaberkeule. Aufgelegt. Nein, das verbraucht keinen Strom. Merkwürdig eigentlich. Habe ich das Perpetuum mobile erfunden, ohne es zu merken? Oh, wie ordentlich von dir. Hat dich Mami auf diese Idee gebracht? Entschuldigung, aber sie stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. Okay, ich habe einen Plan. Du wirfst deinen Fußnagel in die Luft. Wenn die Schlange danach schnappt, greife ich sie mir beim Hals und erwürge sie. Beim Hals? Oh, ach so, vergiss es. Da ist immer noch ein Fleck. Raus, verdammter Fleck. Raus, sage ich. Okay, ich habe einen Plan. Wenn die Schlange die Wand hochkrabbelt, stülpst du das Glas drüber. Aber sie krabbelt nicht. Geduld. Okay, ich habe einen Plan. Wir kneten ein Brot um den Kleiderhaken. Und wenn die Schlange dann Marmelade drauf schmiert, beißen wir rein. Aber dann sind wir in unsere eigene Falle getappt. Der Plan ist nicht perfekt, na und? Von dir habe ich noch gar keine Vorschläge gehört.
mehr Hauch. Nur verliebt. Jetzt habe ich Wasser in der Ohrmuschel. Okay, ich habe einen Plan. Wir verkleiden den Strohhalm als Schlangentänzerin. Wenn die Schlange dann hypnotisiert mit ihrer Rassel klappert, laufen wir einfach weg. Selbst wenn dein Plan aufgeht, wir hätten nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren. Okay, ich habe einen Plan. Du lenkst die Schlange ab. Ich telefoniere derweil mit dem Anwalt der Schlange. Wir reden über dies und das und wenn ich aufgelegt habe, bin ich so aufgewühlt, dass ich nicht mehr weiß, wie der Plan angefangen hat. Smash. Okay, ich habe einen Plan. Wir ignorieren die Schlange und essen die Chips. Hast du Hunger, Harvey? Warum sollte ich sonst auf Schlangenjagd gehen? Okay, ich habe einen Plan. Wir bringen der Schlange einen Cocktail. Aber das Schirmchen tarnen wir als Obst und das Obst als Cocktail. Und wenn sie sich dann am Obst verschluckt, überfahren wir sie mit dem Motorrad. Jetzt brauchen wir nur noch das Motorrad. Es sollte rot sein. Möchte der Herr was bestellen? Ich hätte gern ein Leitungswasser. Das macht 3 €. Okay, ich habe einen Plan. Wir füllen Leim in den Topf, dann stellen wir den Topf über die Tür. Wenn die Schlange dann ihren Bau verlässt, um zur Arbeit zu gehen, springen wir aus unserem Versteck und werfen mit Konfetti. Okay. Wie war der Anfang noch gleich? Was, du hast nicht mitgeschrieben? Verflucht. Okay, ich habe einen Plan. Wir legen den Topflappen hier auf den Boden und wenn die Schlange danach schnappt, trittst du ihr auf die Hände. Worauf wartest du denn noch? Auf die Pointe. Was schlecht. Ich komme erst, Lilo. In diesem Bild ringt Captain Unbrauchbars Handy in der Schlange vorm Arbeitsamt. Aber schlimm. Okay, ich habe einen Plan. Ich lenke die Schlange ab. Du schleichst dich von hinten an sie ran und während ich ihr an der Zunge ziehe, klickst du ihr auf den Hypothalamus. Was ist? Warum schleichst du nicht? Ich überlege noch, wo hinten ist. Merblusch, sitz noch wach. Sieh nur, Harvey. Eine Schlange! Los, hol das Inventar raus. Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harv. Hallo, Baby. Benimm dich, Harv. Guck mal, Harvey, ein Kalender. Ui, ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au. Harvey, benimm dich. Niemals. Der Poloschläger ist meine einzige Waffe im Kampf gegen das Unrecht. Das ist kein Hau den Lukas. In diesem Bild verspätet sich Captain Unbrauchbar um den Bruchteil einer Kalenderwoche. In diesem Bild stürzt Captain Unbrauchbar unglücklich auf den roten Knopf. Captain Unbrauchbar kann durch seine kognitiven Kräfte den Müll trennen, ohne hinzusehen. Ob dieser Knopf die Polizei ruft oder nur den Doktor? Vielleicht ist er auch nur Teil der Hintergrundgrafik. Psst. Das ist schon mal kein Alarm gegen chemische Angriffe. Sonst hätte der Ketchup ihn längst ausgelöst. Die trägt nicht einmal Topflappen. Und die will psychisch gestört sein? Ha! Miss psychisch gestört September. Hobbys? Kochen, malen, tanzen. Puh, die ist so wenig psychisch gestört, wie Pamela Anderson Bademeisterin ist. Ach, Alarmknopf! Jetzt lese ich's erst richtig. Ich dachte, Alarmtopf macht so auch viel mehr Sinn. Ich werfe keine Lebensmittel weg. Seit wann das denn? Lass mich ausreden. Ich werfe keine Lebensmittel weg, solange ich niemanden damit treffen kann. Willst du die Nummer von Miss psychisch gestört, Harv? Oh ja, oh ja, oh ja. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Hallo, ist da der Wachdienst? Ja, Wachdienst hier. Was wünschen Sie? Seit ich die Anlage eingebaut habe, läuft pausenlos der stumme Alarm. Was kann ich tun? Auflegen und die Leitung für andere Kunden freimachen. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Nicht zu danken, ist ja mein Beruf. Hallo, Vermittlung? Ja, bitte?
Eine Tür versperrt meinen Weg. Warten Sie. Wir schicken jemanden vorbei. Moment. Ich habe meine Adresse noch gar nicht gesagt. Wenn ich den Strohhalm ins Schlüsselloch stecke, kann ich vielleicht auf die andere Seite gucken. Mist. Ich kann nur bis zum Knick sehen. Lieber nicht. Vielleicht hat er so einen Luftbewegungsschalter. Heute ist Weltkleptomanietag. Das heißt wohl, ich darf das Glas behalten. Gute Idee. So kann ich belauschen, was auf dem Flur gesprochen wird. Oh, da wird nichts gesprochen. Jetzt fühle ich mich irgendwie dämlich. Wir könnten uns einen viel besseren roten Knopf aus Kleiderbügeln basteln. Nur, dass er dann nicht rot wäre. Ja, nee, das nicht. Und im Zweifelsfall nicht besonders knopfförmig. Man kann ja nicht alles haben. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen, okay? Ruf mich einfach an. Du hast die Nummer. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Es sind halt nur beides sehr ungewöhnliche Eier. Hey! Hey. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Wollt ihr mein leeres Cocktailglas haben? War da etwa Stinkdrink drin? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig damit. Es gibt seit neuestem einen Zusatzartikel im Sondermüllgesetz. Darin geht es ausschließlich um leere Stinkdrinkgläser. Wollt ihr meinen Strohhalm haben? Ist es eine Spezialanfertigung für siamesische Zwillinge? Woran würde ich die erkennen? An der USB-Schnittstelle und der digitalen Überdruckanzeige. Oder einfach an den zwei Mundstücken. Ich fürchte, es ist ein schnöder Ein-Mann-Strohhalm. Dann kannst du ihn behalten. Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein. Man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei! Wow! Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Möchtet ihr meine Topflappen haben? Nein. Nein. Da seid ihr euch ja sehr einig. Siamesische Zwillinge sind sich immer einig. Und sie benutzen niemals Topflappen. Das liegt in der Natur der Sache. In Siam isst man nämlich Sushi. Und Sushi isst man roh. Das erklärt die Topflappen, aber nicht die Einigkeit. Wir waren ja noch nicht fertig. Also? Sushi isst man roh. Und von rohem Fisch bekommt man Kommunismus. Ist doch logisch. Braucht ihr einen Kugelschreiber? Eigentlich bräuchten wir zwei. Wir spielen gerne Sudoku gegeneinander. Gegeneinander? Ja, aber Moti schummelt. Tu ich nicht. Er denkt sich irgendwelche Zahlen aus. Das sind Eskimo-Zahlen. Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Guck mal, Harvey, ein Laken. Igitt, tu's weg. Sauber, sauber Gift, sauber, sauber Gift. Es tut mir direkt in den Augen weh. In diesem Bild verschläft Captain Unbrauchbar das Signal des Commissioners. Nein, ich will vielleicht nochmal Wäschelift fahren. Oh ja, und dann Autoscooter. Hat sich die Zickzackschere auch die Zähne geputzt? Nein, sie ist stolz auf ihren Verwesungsatem.
Hat die Waschmaschine gerade ihre Krallen ausgefahren? Süß! Was riecht denn hier so? Oh, sorry. Das sind wohl die Reste vom Stinkdrink zwischen meinen Zähnen. Soll ich dich reinigen? Vielleicht später? Hallo, Edna. Soll ich den Hörer für dich abputzen? Da sind überall Bakterien drauf. Überall Bakterien. Na und? An meinen Händen sind auch Bakterien. Und die putze ich mir ja auch nicht ab. Hallo, Edna. Dein Spuckröhrchen ist ganz verseiert. Ich helfe dir gerne, es zu reinigen. Vielleicht später. Boah, Harvey, diese Waschmaschine, mit der ich mich da gerade unterhalten habe, ist voll Psycho. Stecken wir sie lieber in Brand. Sobald wir Feuer gefunden haben, kleiner Kumpel. Hey, ich bin keine Geschirrspülmaschine. Ha, als wenn es da einen Unterschied gäbe. Fußnägel. Für die einen sind es nur Fußnägel. Für die anderen sind es die proteinreichsten Schraubenzieher der Welt. Hier kann man nichts bestellen. Man muss sich mit dem begnügen, was kommt. Man muss sich also mit nichts begnügen. Ich glaube, das kriege ich hin. Hallo? Spreche ich mit der Liftaufsicht? Nein. Sie sprechen mit der Liftaufsichtsaufsicht. Oh, ach so. Können Sie mich dann mit der Liftaufsicht verbinden? Leider nein. Die Liftaufsicht ist in einem unbeaufsichtigten Moment entwischt. Na sowas. Da hat wohl die Liftaufsichtsaufsicht geschlammt. Wer hat die denn beaufsichtigt? Da müsste ich meinen Vorgesetzten fragen. Die Liftaufsichtsaufsicht. Danke. Nicht nötig. Gute Idee. Ich warte einfach, bis ein Dekontaminationszelt vorbeigefahren kommt. Dann kann ich das Cocktailglas endlich dekontaminieren. Dum-di-dum-di-dum. Findest du auch immer Fußnägel in deiner Wäsche, Harvey? Ich habe weder Fußnägel noch habe ich Wäsche. Ach, ich bin mit diesem Problem offenbar vollkommen allein. Das wage ich zu bestätigen. Ich gebe der Briefmarke ein paar Zusatzzacken. Moment. Hey, da drin war eine viel bessere Cocktailkarte. Ich habe sie ausgetauscht. Auf der hier steht zwar auch nicht mehr drauf, aber sie ist viel hübscher. So kann ich meine Erinnerung nicht zurückrufen. Ich habe vergessen, mir die Nummer zu notieren. Ob man sich auch telefonisch anmelden kann? Ich glaube nicht. Hier steht, man braucht die Unterschrift des Betreuers. Diese Akten erinnern mich daran, dass ich meinen Steuerberater noch anrufen muss. Aber Edna, du Schussel, ich bin doch dein Steuerberater. Ach ja? Ja, und ich rate dir, lass diesen öden Kram und mach irgendwas kaputt. Yippie! Ich brauche keine Therapie. Ich werde das Formular als Spuckekugelmunition verwenden. Genau. Wir spucken auf die Therapie und danach spucken wir uns gegenseitig an. Und wir spucken in unsere Spucke und dann lecken wir alles wieder auf. Was ist? Warum zögerst du? Ich glaube, ich behalte das Formular lieber. Ich könnte Stunden damit verbringen, all diese Daten in mich aufzusaugen. Ehrlich? Nein. Jede Erinnerung ist kostbar. Die Erinnerung an den Stinkdrink kostet mich zum Beispiel den Schlaf. Nein, ich möchte nicht noch eine Erinnerung in den muffigen Kleiderschrank des Vergessens hängen. Um zum Therapieraum zu gelangen, muss ich durch das Wäscheliftsystem. Ist das nicht ein wenig widersinnig? Ich habe die Regeln nicht gemacht. Ich widersetze mich ihnen bloß. Was meinst du, Harvey? Soll ich meinen Kleiderbügel gegen einen Hängerordner tauschen? Dann musst du auch deinen Kittel gegen eine Krankenakte eintauschen. Träum weiter. Ach, träume ich das gerade hier nicht? Ich dachte nur, weil ich keine Hosen trage und so. Ob die in dieser Therapie auch Pflegetipps für Fußnägel geben? Mann, Edna! Das ist eine Gruppentherapie. Natürlich unterhält man sich da über Nagelpflege. Ah, ein weißes Blatt Papier. Riecht irgendwie nach Weihnachten. Noch immer Überdruck. Schnell, lass uns ein Auto knacken und Geisterfahrer spielen. Noch immer Überdruck. Schnell, lass uns illegale Substanzen trinken.
Wenn wir hier draußen sind, könnte ich endlich die Kunst der Glasbläserei erlernen. Yippie! Damit wären wir an der Quelle und könnten so viel Glas zerdeppern, wie wir wollen. Lass uns den Strohhalm anzünden. Ich weiß nicht. Der würde ein mickriges Strohfeuer abgeben. Wenn man uns für geistig gesund erklärt hat, zünden wir was richtig Großes an, okay? Abgemacht! Könnte uns das Telefon irgendwie beim Heizen helfen? Wir könnten Geld verheizen, indem wir unseren Telefonanbieter anrufen. So wichtig ist mir das mit dem Heizen nun auch wieder nicht. Noch immer Überdruck. Schnell, lass uns einen Scherzanruf bei Domian machen. Nein, die Flammen im Ofen sind schon zickig und zackig genug. Zick und zack und zick und zack. Hui. Masseltoff! Hey! Hallo? Keiner dran. Das hier muss wohl das Funkloch sein, von dem alle sprechen. Dies könnte das geheime Gewürzregal des Barmanns sein. Hallo? Spreche ich mit dem Fußpflegenotdienst? Ja, bitte? Ich hätte gern einmal die Unterboden-Heißwachsbehandlung für den vorderen Fußballen. Nicht mit mir! Ich habe es satt, dass die Leute auf mir herumtrampeln. Seltsam. Aufgelegt. Mal gucken, ob ich was finde. Ui. Fruchtig. Ja, ich könnte es unter die Fußmatte legen. Aber wer soll es mir dann noch unterschreiben? Na, wer wohl? Die Zahnfee. Hier steht, man kommt nur gut abgetrocknet zur Therapie. Na dann. Gut, dass wir uns das noch einmal genauer angesehen haben. Man sollte immer alles mit allem ausprobieren. Merkt euch das, Kinder. Ich habe von der Freiheit gekostet und einen Vorgeschmack bekommen. Aber ich habe noch nicht aufgegessen. Man kann Kleiderbügel zwar kochen, aber nicht essen. Ein weiteres Beispiel für eine Situation, in der der Effekt die Kausalität im Stich lässt. Nichts in der linken Hand. Nichts in der rechten Hand. Und nun, werden Sie Zeuge, wie ich das Cocktailglas in diese Schublade lege und anschließend wieder heraushole. Ja, der müsste wirklich mal abgetrocknet werden. Boah, ist das wirklich alles meine Spucke? Ich weiß nicht. Zählen Strohhalme zum Besteck? Hallo? Spreche ich mit dem Catering-Service? Ja, bitte? Sie haben vergessen, die Löffel zu liefern. Was unterstellen Sie mir da? Gucken Sie doch mal ganz genau nach. Na gut, aber... Au! Au! Hey! Reingefallen. Seltsam. Aufgelegt. Igitt, die Muschel ist ja ganz nass. Entschuldigung. Das muss passiert sein, als ich mit dem Wettbüro telefoniert habe. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Sieh her, Harvey. So bekommt man einen trockenen Martini. Was du nicht sagst. Die kommt erst dann zurück in die Besteckschublade, wenn sie fertig gegessen hat. Ich kann nun wirklich nicht überall Muster reinschneiden. Ach, bitte. Yippie! Hallo? Ist da die Kantine? Ja, bitte? Ich reagiere auf den Aushang von letzter Woche. Dem mit dem Wünsch-dir-was-Tag? Na, dann schießen Sie mal los. Wünsch-dir-was-Tag heut. Ein Telefon klingelt laut. Was soll das werden? Ein Haiku? Seltsam. Aufgelegt. Das ist wohl Ironie des Schicksals, dass ich ausgerechnet an einem Wünsch-dir-was-Tag diesen Stinkdrink trinken musste. Ich habe mal geträumt, das Telefon würde klingeln. Ich wollte den Hörer abnehmen, aber der Telefontisch war zu hoch. Und Mama war nicht mehr da, um mir zu helfen. Ich habe mal geträumt, ich sei aus Stroh. Den ganzen Tag stand ich auf dem Feld und hielt Raben fern. Aber es kamen immer mehr Raben und ich konnte nicht einmal rufen. Ich habe mal geträumt, das Glas sei halb voll.
Als ich aufwachte, hatte ich Durst wie nie zuvor. Ich habe mal geträumt, ich sei ein alter Mantel in einem Schrank. Und da war auch ein kleines Mädchen in dem Schrank. Ich wollte sie trösten, aber sie hatte zu viel Angst. Gibst du mir eine Unterschrift, Karl Gustav? Nenn mich ruhig CG. CG? CG. CGU? CGI. Gibst du mir eine Unterschrift, Sigi? Für die immer noch erfreut. Ja, ich bin auch sehr erfreut, Mann. Herr. Hermann? Erfreut. Herrje.